Baden-Württemberg wählt. Die Radiodebatte zur Landtagswahl 2021. Herzlich willkommen zu Baden-Württemberg wählt, die Radiodebatte zur Landtagswahl. Alle 16 Privatradiostationen in Baden-Württemberg haben sich zusammengeschlossen, um die Wählerinnen und Wähler flächendeckend erstmals gemeinsam zu informieren. Ja, und ich freue mich, dass wir alle 5 Spitzenkandidaten gewinnen konnten. Und hier sind sie. Andrea Stoch, Vorsitzender der SPD Baden-Württemberg und der SPD-Landtagsfraktion. Von 2013 bis 2016 waren Sie Kultusminister. Schön, dass Sie bei uns sind. Freut mich. Hallo. Bernd Gögel, Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion. Sie sind Speditionskaufmann und seit März 2013 war bei der AfD. Auch Sie herzlich willkommen. Andreas Schwarz, Grünen-Fraktionschef. Heute sind Sie bei uns, um den amtierenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu vertreten. Danke, dass Sie da sind. Guten Mittag. Kultusministerin und CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann. Auch Sie herzlich willkommen im Team. Hallo zusammen. Und last but not least, Hans-Ulrich Röhlke, FDP-Fraktionschef. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich neben mir Barbara Schlegel, meine Kollegin. Auch für uns ist es eine ganz neue Situation. Ein Jahr jetzt danach, wir sind hier im Landtagsgebäude. Hier im Plenum ist sonst normaler Restaurantbetrieb. Heute ist alles anders. Ja, ein Jahr Corona, sage ich nur. Ein Jahr hat uns diese Pandemie fest im Griff. Alles ist quasi im Krisenmodus. Auch Sie als Politiker, der Einzelhändler, der Kneipenbesitzer um die Ecke bis hin genauso die Familien mit Kindern. Und ich denke, wir alle sehnen uns nach dem Ende der Krise und nach ein bisschen mehr Normalität. Und deshalb wollen wir jetzt nach vorne blicken. Im Spätsommer, im Herbst sollen möglichst die meisten Menschen in Deutschland, in Baden-Württemberg geimpft sein. Und ab da könnte sich unser Leben wieder normalisieren. Nur wie wird dieses Leben aussehen? Bleiben wir doch gerade mal beim Handel und bei der Gastronomie, zwei der besonders gebeutelten Branchen in dieser Corona-Pandemie. Viele Geschäfte, viele Restaurants werden es bis zum Sommer nicht geschafft haben. Die werden für immer geschlossen haben. Viele werden in der Zeit auch noch ums Überleben kämpfen. Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im Landtag. Wie wollen Sie diese Betriebe, diese Branchen unterstützen, dass sie am Ende doch wieder auf die Beine kommen? Ich glaube, wir brauchen zwei Dinge. Zum einen jetzt einen Härtefallfonds für den Einzelhandel, für notleidende Betriebe. Da ist mir wichtig, dass in diesem Härtefallfonds auch ein fiktiver Unternehmerlohn dabei ist, denn viele dieser Betriebe sind ja Inhaber geführt. Und es kann nicht sein, dass die Inhaber jetzt ihre Ersparnisse oder Rentenverträge auflösen müssen. Deswegen brauchen wir einen Härtefallfonds. Der Bundeswirtschaftsminister muss den auch so ausgestalten, dass da ein fiktiver Unternehmerlohn dabei ist, um die Unternehmen in der Krise zu unterstützen, um Insolvenzen zu vermeiden. Und zum Zweiten, wenn wir dann wieder lockern können, wenn die Geschäfte wieder öffnen können, brauchen wir einen Neustart für den Einzelhandel, ein Neustartprogramm für unsere Innenstädte. Denn was macht unsere Innenstädte so lebendig? Das sind ja die Geschäfte, auch die inhabergeführten Geschäfte, wo die Kunden gute Beratung bekommen, wo sie vor Ort ein gutes Sortiment bekommen, ein gastronomisches Angebot, auch ein kulturelles Angebot in unseren Städten. Deswegen bin ich sehr dafür, dass wir alle Förderprogramme des Landes überprüfen. Wie können Sie gezielt den Innenstädten, wie können Sie gezielt dem Handel in den Zentren helfen? Das wollen wir machen. Ein Neustart für den Einzelhandel, für unsere Innenstädte. Bleiben wir bei den Innenstädten. Frau Eisenmann, CDU-Spitzenkandidatin, ein leeres Ladengeschäft neben dem anderen, womöglich, so könnte das Bild aussehen. Wie wollen Sie da auf Dauer gegensteuern, dass Shopping in der Stadt tatsächlich wieder attraktiv wird?
Na, zunächst mal sind wir uns, glaube ich, einig, dass zu einer lebendigen Innenstadt vieles gehört. Offene Geschäfte, Gastronomie, kulturelle Angebote. Ich muss die Innenstädte aber auch erreichen können. Also abgeschottete Innenstädte helfen auch nicht. Und vor dem Hintergrund stellt sich schon die Frage, wie kann man Förderprogramme, da teile ich die Einschätzung, auflegen, um konkret zu helfen. Aber mit welcher Kreativität gelingt es uns als Land gemeinsam mit den Kommunen, die ja vor Ort gerade auch für die Innenstädte die Verantwortung tragen, mit neuen Konzepten dieses anzugehen. Was heißt es beispielsweise, wenn wir künftig, auch das wird ja nach der Krise sich ein Stück weit verändern, Leben, Arbeiten, Wohnen enger zusammenführen, auch in den Innenstädten. Was heißt es beispielsweise für Shared Space im Sinne von gemeinsames Arbeiten in Bereichen, wo man in der Innenstadt leere Geschäfte mieten kann, darum angesiedelt, auch neuen Einzelhandel. Gibt es die Möglichkeit, bei Geschäften, die um die Existenz kämpfen, gemeinsam Möglichkeiten zu haben, um anzumieten? Wie kann man dieses unterstützen? Das heißt, neben der Tatsache, Erhalt und zukunftsfähig zu machen, ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir gemeinsam mit dem Handel, gemeinsam mit den Kommunen darüber nachdenken, wie Innenstädte in 5 oder in 10 Jahren generell aussehen. Und ich glaube, da gibt es gute Modelle in der Partizipation, die man finanziell unterstützen kann, wo man aber auch gemeinsam Anreize schaffen kann, diesen Weg künftig noch stärker zu gehen, damit wir lebendige und belebte Innenstädte auch künftig haben. Wir hatten auch unsere Hörer aufgerufen, uns Fragen zu schicken für diese Runde. Eine Hörerfrage kommt von Philipp Seeger aus Ulm. Er sagt, schließen, öffnen, macht auf Dauer Geschäfte und Gastronomiebetriebe kaputt und sorgt nur für Frust. Und fragt, wie können denn wirklich verlässliche Konzepte für die Zukunft aussehen? Ich reiche die Frage mal an Sie weiter, Andreas Stoch. Welche Konzepte hat die SPD? Na, zunächst mal sind wir natürlich immer noch in der Pandemie. Wir sind jetzt Mitte März immer noch in einer Situation, die vom Infektionsgeschehen geprägt ist. Und niemand hat sich diese Infektion ausgesucht. Ich sage es mal ganz deutlich. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, in Deutschland geschafft, durch eine gute Abwägung vieles offen zu halten. Da war in vielen anderen Ländern vieles geschlossen. Wir haben aber jetzt gemerkt, dass wir viel zu lange brauchen. Der sogenannte harte Lockdown, der ja spätestens Mitte Dezember auch den Einzelhandel erfasst hatte, der ist für viele inzwischen existenzbedrohend. Da hilft nur, dass wir jetzt denen, die diese Sonderopfer geben, auch wirklich schnell die finanziellen Hilfen zukommen lassen. Es darf kein gesundes Unternehmen wegen Corona pleite gehen. Das muss der Anspruch sein, den wir alle haben. Wir müssen aber dann auch in den nächsten Monaten auf jeden Fall schrittweise öffnen. Wir müssen den Geschäften, Gastronomen, Einzelhändlern und auch den Beschäftigten, das sind mehrere 10.000 Arbeitsplätze, wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Die fehlt mir im Moment. Da ist zu wenig planvoll aus meiner Sicht in Stufen gedacht. Und deswegen brauchen wir in den nächsten Monaten eine Perspektive, ein Licht am Ende des Tunnels. Und wir brauchen für die Zeit nach Corona, und da sehe ich die Kommunen in einer Schlüsselrolle. Das Land muss die Kommunen unterstützen, um wirklich die Innenstädte wieder zu beleben. Da muss Kunst und Kultur stattfinden. Auch die sind gebeutelt im letzten Jahr. Wir brauchen Gastronomie, die wieder Frequenzbringer für die Innenstädte ist. Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen und dürfen nicht nach Corona unsere Innenstädte dann endgültig kaputt sparen. Bernd Gögel, AfD-Spitzenkandidat, was sind Ihre Stufen, Pläne, Perspektiven aus Sicht der AfD für die Krisenbewältigung? Ja, zunächst mal haben wir bei der Entschädigung der Betroffenen im Handel, in der Gastronomie andere Vorstellungen als die Regierungsparteien. Wir gehen davon aus, dass das, was bis jetzt geleistet wurde und auch noch offen ist an Leistungen, dass das Abschlagszahlungen sind und dass die Geschädigten hier Ansprüche haben auf Entschädigung. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich Hilfsleistungen gewähre oder ob ich Betroffene entschädigen muss. Und das haben wir jeweils auch schon mit einem Gutachten von einem Verfassungsrechtler hier bestätigen lassen, dass die Betroffenen anspruchsberechtigt sind. Und wir können die Verbände nur auffordern, hier tatsächlich für ihre Mitglieder Klagen einzureichen. Denn hier haben einseitig Branchen die Lasten dieser Pandemie getragen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Da unterscheiden wir uns ganz klar von allen anderen Parteien. Zu Innenstädten. Die Innenstädte müssen logischerweise wieder mit Events auch belegt werden. Denn ohne, dass da was stattfindet, ohne dass ein Anreiz, ein Kontrapunkt zu Online-Handel gesetzt wird, werden die Städte nicht mehr belebt werden.
Und dazu muss natürlich dann auch, da muss der Herr Schwarz natürlich andere Politik betreiben. Wir können nicht weiter Parkplätze in den Städten abbauen und die Parkgebühren entsprechend hochsetzen, dass überhaupt niemand mehr mit seinem Pkw individuell in die Städte kommt. Wir müssen im ÖPNV vielleicht dann auch Freitickets für Innenstädte anbieten. Also man muss den Menschen tatsächlich einen Kontrapunkt setzen zum Onlinehandel. Kontrapunkt zum Onlinehandel, Hans-Ulrich Rühlke, was sehen Sie, braucht solche Anreize für Gastronomie, für Einzelhandel, für die Innenstädte? Wie sieht da die Planung der FDP aus? Anreize sind immer willkommen, aber bevor Sie Anreize setzen können, müssen Sie den Leuten zunächst mal Gelegenheit geben, wieder zu öffnen. Dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown vom November, den wir immer für schwierig gehalten haben, hat aus unserer Sicht bewiesen, dass der Handel, die Gastronomie, Sportveranstaltungen, die Kultur eben nicht die Orte gewesen sind, wo sich die allermeisten Menschen infiziert haben. Das ist im privaten Raum geschehen. Und deshalb haben wir immer befürchtet, dass dieser Wellenbrecher-Lockdown letztlich dazu führt, dass das Infektionsgeschehen nicht gebremst wird, sondern sogar forciert, weil man die Menschen, die sich ja gerne irgendwo aufhalten, die sich gerne irgendwo treffen, von kontrollierten Räumen mit funktionierenden Hygienekonzepten abdrängt in das Halbdunkel der Privatheit. Und auf diese Art mehr statt weniger Kontakte entstehen. Also zumindest die Entwicklung des Infektionsgeschehens hat das nicht widerlegt. Und deshalb glauben wir, jetzt in einer Situation, wo zunehmend die vulnerablen Gruppen durchgeimpft sind, wo wir Pflegeheime schützen können durch Schnelltests und durch FFP2-Schutzmasken, dass es höchste Zeit ist, den Handel, die Gastronomie, die Kultur, den Sport wieder zu öffnen, wenn überzeugende Hygienekonzepte vorliegen, wenn die Möglichkeit von Schnelltests besteht und vor allem, wenn man auch mit FFP2-Schutzmasken Kunden wirksam schützen kann. Diese Corona-Krise, die überlagert ja gerade alles, nicht nur jetzt Gastronomie und Handel, sondern auch andere Probleme in der Wirtschaft. Stichwort Strukturwandel, der ja im Grunde auch alles auf den Kopf stellt, mit der Digitalisierung, Automatisierung, ausgerechnet in den großen Leitindustrien von Baden-Württemberg, der Automobilindustrie, im Maschinenbau. Da machen sich viele Menschen gerade Sorgen um ihren Job. Egal jetzt, ob beim großen Konzern oder beim kleinen Zulieferer, hunderttausende Arbeitsplätze stehen da auf dem Spiel. Andreas Stoch, die SPD hat die Arbeitnehmer besonders im Blick. Wie wollen Sie diese Arbeitsplätze retten? Zunächst mal bin ich Ihnen sehr dankbar, weil diese Frage wird im Moment oder diese Fragen, die ja schon vor Corona auf der Tagesordnung standen, werden ja durch die Corona-Debatte ein Stück weit überlagert. Dieser Veränderungsprozess findet bereits statt seit Jahren und gerade die Automobil- und Maschinenbauindustrie sind in Baden-Württemberg Säulen unserer Wirtschaft, der Erfolge der vergangenen Jahrzehnte. Und ich möchte, dass wir diesen Wandel auch hin zu neuen Antrieben in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg gestalten. Das heißt, wir brauchen einen erfolgreichen technologischen Wandel, nicht nur bei den großen Firmen, sondern auch bei den Zulieferern. Die müssen neue Produkte erfinden, damit wir zukünftig die Autos und Maschinen der Zukunft wirklich auch in Baden-Württemberg bauen. Ich möchte nicht, dass diese Arbeitsplätze in andere Länder abwandern. Wir haben bereits in der politischen Debatte manchmal so Anklänge, dass Baden-Württemberg zu produktionslastig sei. Nein, ich sage, wir müssen um jeden Industriearbeitsplatz kämpfen. Wir haben schon Herausforderungen durch Digitalisierung, Globalisierung. Wir brauchen technologische Innovation und wir brauchen vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich für das Wohl dieses Landes gearbeitet haben, zukünftig auch noch in Arbeit. Das heißt, wir müssen uns um Weiterbildung und Weiterqualifizierung kümmern. Der Fachkräftemangel ist allenthalben da. Das heißt, wir müssen mit den Menschen arbeiten, die nächsten 30, 40 Jahre, die heute in den Betrieben sind. Und da braucht es endlich eine echte Weiterbildungsoffensive. Wir müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen, dass die Arbeitsplätze der Zukunft auch von den Menschen in Baden-Württemberg ausgefüllt werden können. Herr Gögel, wie will die AfD den Strukturwandel in der Industrie begleiten, fördern?
Wir kommen sicherlich noch im Laufe des Gesprächs zu Bildung und zur Bildungspolitik. Ja. Deshalb klammere ich das jetzt mal aus. Das sind die Grundvoraussetzungen. Aber Strukturwandel Industrie 4.0 bringt netto einen Verlust von ca. 30% an Arbeitsplätzen. Das haben Wissenschaftler ganz klar belegt, auch vom IFO-Institut. Und diese 30%, die verlustig gehen, diese Menschen muss man umqualifizieren, muss man in andere Bereiche bringen. Ja, da kommen wir wieder in den Bereich Bildung. Das werden wir nicht ausschließen können. Wir haben aber dazu noch draufgesetzt die Mobilitätswende, eine einseitige Förderung der E-Mobilität. Diese Autoindustrie und die Zulieferindustrie in Baden-Württemberg, von der wir hauptsächlich auch mitleben, alle zusammen, die den Wohlstand hier auch garantieren, die vernichten wir und verlagern die Themen tatsächlich in andere Märkte. Denn diese Einfachheit der Zusammensetzung eines E-Motors bedarf nicht den Spezialisten in Baden-Württemberg. Das kommt deutlich günstiger aus Asien und aus anderen Märkten. Und da hat man nicht ausreichend aus unserer Sicht auch überlegt, den Verbrennungsmotor in moderner Form, Dieselmotor in moderner Form weiter bestehen zu lassen, weiter zu entwickeln und den Herstellern das nicht verunmöglichen, diese Technologie auch in der Zukunft anzubieten. Man hat bis jetzt einige Förderungsmaßnahmen für Wasserstoff, für E-Fühltechnik. Da sind wir aber noch zu schwach. Das müssen wir gleichmäßig oder paritätisch in allen Wissenschaftsbereichen müssen wir diese Forschungsgelder dann auch verteilen. Und ich glaube, dass sich am Ende mehrere Produkte durchsetzen werden. Zu dem Thema Verlust von Arbeitsplätzen ein Beispiel. In meinem Nachbarkreis gibt es einen Supermarkt, der jetzt zum ersten Mal personalfrei rund um die Uhr 7 Tage in der Woche geöffnet hat, wo sie mit einer App einkaufen gehen und bezahlen und wieder rausgehen. Also auch in den Bereichen werden wir sehr viele Arbeitsplätze einbüßen. Und da habe ich von den Regierenden noch nicht sehr viel gehört, wie sie dem entgegenwirken wollen. Zumindest steht es im Wahlprogramm der Grünen, Herr Schwarz. Sie wollen neue Industriearbeitsplätze schaffen, die in anderen Bereichen durch Automatisierung und Digitalisierung eben wegfallen. Was heißt denn das konkret für Sie? Wie wollen Sie das erreichen? Also das heißt für uns ganz konkret, dass wir diesen wirtschaftlichen Wandel meistern wollen, den Wohlstand und die Arbeitsplätze im Land erhalten wollen. Und dafür haben wir einen konkreten Plan, der umfasst 3 Punkte. Zum einen das Thema Digitalisierung weiter voranbringen, künstliche Intelligenz. Nehmen Sie beispielsweise das Cyber Valley im Raum Tübingen. Da haben wir heute schon einen Leuchtturm, sind wir heute schon stark. Und dieses Thema weiter vorantreiben steht klar auf unserer Agenda. Oder das zweite Standbein der baden-württembergischen Industrie, die Automobilwirtschaft. Da geht es uns darum, dass wir das emissionsfreie Fahren voranbringen. Ja, dass das Brennstoffzellenauto, das Elektroauto von morgen bei uns erforscht, entwickelt und auch produziert wird. Da sehen wir sehr viel Potenziale, dass quasi die neue Mobilität bei uns wieder erfunden wird. Ja, und da sehen wir auch Potenziale für neue Arbeitsplätze. Und das dritte Thema, was in unserem Plan steht, ist die Gesundheitswirtschaft. Ja, das hat jetzt ja auch Corona gezeigt, wie wichtig, sagen wir mal, eine Pandemiewirtschaft ist, wie wichtig Medizinprodukte sind. Ja, und diesen Bereich groß machen, die Gesundheitswirtschaft. Ja, das ist in meinen Augen ein Jobmotor für die Zukunft. Ja, da sehen wir Wachstumsspielräume und diesen Bereich wollen wir neben der künstlichen Intelligenz und dem Automobil von morgen, wollen wir die Gesundheitswirtschaft groß machen. Das ist ein klarer Plan, um den Wohlstand im Land zu sichern. Bedeutet aber auch, dass investiert werden muss. Und da stellt sich die Frage, Frau Eisenmann, ist denn dann überhaupt noch Geld da, um eben in diese wichtigen Zukunftsbereiche zu investieren? In der Corona-Krise wurden über 13 Milliarden Euro jetzt neue Schulden aufgenommen. Zwischen sparen müssen und investieren in der neuen Legislatur, welchen Weg wird da die CDU einschlagen? Also zunächst mal war es richtig, dass wir die Schulden gemacht haben, um zu unterstützen. Rettungsschirme, Investitionsprogramme, um überhaupt Struktur für die Zukunft zu erhalten. Aber klar ist, wer Schulden macht, muss ja auch irgendwann wieder zurückzahlen. Dafür ist es schon entscheidend, dass der Staat aber auch Einnahmen generiert. Und deshalb zu sagen, in der Wirtschaft braucht es Spielräume, ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Steuerliche Anreize. Wir brauchen Unterstützung auch für kleinere und mittlere Unternehmen, die jetzt investieren müssen,
um tatsächlich Anlagen, beispielsweise Maschinen, klimafreundlich für die nächsten Jahre anschaffen zu können. Dazu unterstützen ist sicher die eine Aufgabe. Aber auch darüber hinaus die Frage zum Beispiel, wie gelingt es uns, die Gründerinnen und Gründerszene, wenn ich von neuen Arbeitsplätzen spreche, in der Digitalisierung, in neuen Themenfeldern muss ja auch Luft sein. Das heißt, auch hier geht es darum, wie kann ich zum Beispiel steuerliche Grundlagen schaffen für diejenigen, die Wagniskapital geben. Da geht es ganz konkret um Themen, wie ich in der Wirtschaft Luft verschaffe, finanziell Luft verschaffe, damit investiert werden kann, weil von allein kommt es nicht. Und wenn die Wirtschaft dann tatsächlich sich auch wieder rausentwickelt aus der Krise, und wir sind in einer großen Krise, dann geht es zum einen natürlich um den Erhalt von Arbeitsplätzen, die Technologien auch im Spielraum zu lassen, nicht immer schon vorzugeben, was der richtige Weg ist. Das ist das eine. Und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze geht es natürlich um dementsprechende auch steuerliche Möglichkeiten. Das heißt, man muss, glaube ich, ein bisschen mehr tun, um dann auch Einnahmen zu generieren, dass Steuereinnahmen wieder fließen. Wir hatten in den letzten Jahren, in den letzten 10, 12 Jahren wirtschaftlichen Aufschwung. Da lief es im Grunde von allein, sind wir mal ehrlich. Starke Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur jetzt geht es darum, wie schaffe ich Anreiz, wie kann ich durch Förderprogramme unterstützen und wie lasse ich auch Unternehmen Luft? Und da würde ich uns auch dringend raten, das Thema Bürokratie, das ganze Thema, wie hoch sind denn die Auflagen, um überhaupt voranzukommen, mal deutlich zu überprüfen und sich schon zu überlegen, ob man nicht auch ein Belastungsmoratorium braucht. Das heißt, reicht es wirklich nur zu sagen, wir bauen ein bisschen an der Bürokratie rum? Das sind die Themen, die Industrie, die Wirtschaft braucht, gerade unsere Schlüsselindustrie, um zukunftsfähig zu sein. Die grün-schwarze Landesregierung hat den Automobil-Strategiedialog aufgelegt. Herr Rühlke, aus Sicht der FDP, war das ausreichend? Ist das ausreichend? Nein, es ist nicht ausreichend, sondern wir brauchen Antworten auf die Fragen, die sich stellen zur Zukunft der Automobil- und Zulieferindustrie. Vor allem auch im Hinblick auf die Frage, wie geht es weiter mit den Arbeitsplätzen in diesem Land? In Baden-Württemberg hängen rund 500.000 Arbeitsplätze an der Automobil- und Zulieferindustrie. Und wenn wir so weitermachen wie im Moment, dann erhalten wir in Baden-Württemberg einen Strukturbruch, vergleichbar mit dem, was wir im Ruhrgebiet im 20. Jahrhundert erlebt haben. Das sage nicht ich, sondern sagt Herr Denner, der Chef von Bosch. Und deshalb ist es falsch zu sagen, die Technologie, die in Baden-Württemberg für Arbeitsplätze und Wohlstand steht, nämlich der Verbrennungsmotor, den wickeln wir ab, den verbieten wir, so wie manche Pläne von Frau von der Leyen, Euronorm 7 oder manche Grüne wie Herr Hofreiter, der, wenn er nicht gerade das Eigenheim verbieten will, den Verbrennungsmotor verbieten möchte. Das führt zu Massenarbeitslosigkeit in Baden-Württemberg. Aus unserer Sicht ist nicht das Problem der Verbrennungsmotor, sondern es ist die Frage, was wird verbrannt? Das ist das Entscheidende. Wir wollen keinen Strukturbruch, sondern wir wollen Strukturwandel. Das heißt, wir müssen den Verbrennungsmotor nicht abwickeln, sondern ihn umweltfreundlich machen. Mit synthetischen Kraftstoffen, mit Wasserstoff. Und das wird zu wenig signalisiert. Auf allen politischen Ebenen wird die batterieelektrische Mobilität vorangetrieben und dabei unter den Teppich gekehrt. Der ökologische Fußabdruck, Rohstoffgewinnung, die Frage, womit wird die Batterie geladen, die Frage der Entsorgung. Dieser ökologische Fußabdruck ist nicht so gut, wie die Europäische Kommission tut. Also wir wollen Ökonomie und Ökologie verbinden. Der Verbrennungsmotor erhält Arbeitsplätze, das wollen wir auch. Aber wir müssen ihn mit synthetischen Kraftstoffen und mit Wasserstoff umweltfreundlich machen, sodass wir Klimaschutz und Wohlstand zusammenbringen können. Zum ökologischen Fußabdruck kommen wir gleich noch womöglich. Jetzt übergebe ich erstmal an Janine Konopka. Genau, wir haben gesagt, wir wollen auch ein paar Fragen stellen, alles außer Politik und auch unsere Kandidaten mal privat persönlich kennenlernen. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit Ladies First, Susanne Eisenmann. Sie leben in Stuttgart, sind verheiratet. Wie und wobei können Sie denn am besten entspannen? Oh, tatsächlich bin ich gern draußen, bin gern im Wald zum Laufen oder auch zum Joggen und ansonsten lesen. Ich bin begeisterte Krimi-Leserin und da kann ich wunderbar entspannen. Also deshalb finde ich immer noch Möglichkeiten. Was war das letzte Buch, das Sie gelesen haben? Von Nele Neuhaus. Lese ich sehr gerne. Tolle Schriftstellerin aus Deutschland. Sie sagen, die Menschen sollen wieder ausgehen können. Ja, die sollen einfach wieder ein normales Leben führen können.
Wobei können Sie denn richtig abschalten, wenn Sie welche Musik hören? Können Sie da richtig ausgelassen tanzen? Machen Sie das noch? Ja, wenn es sich jenseits von Corona ermöglichen lässt, ist das Essen gehen, auch mal tanzen gehen, sind schöne Sachen, aber steht jetzt zurzeit nicht oben auf der To-Do-Liste. Aber natürlich, klar, das gehört auch dazu, dass man mal Spaß hat, dass man wirklich entspannen kann mit Freunden, mit Familie. Auch das kein Thema. Und welche Musikrichtung? Eher Rock und Pop oder Dance? Oder? Nee, eher Rock und Pop. Also man soll es schon noch... Also wenn es nur noch Bässe sind, dann wird es schwierig bei mir, aber Geschmäcker sind verschieden. Sie haben gesagt, wenn Corona mal vorbei ist, ja, wir freuen uns alle, dass wir wieder unbeschwert auch reisen können. Gibt es noch ein Land, wo Sie gerne hin möchten? Also grundsätzlich habe ich jetzt eigentlich dieses Fernweh nicht mehr so arg. Ich habe da schon viel gesehen und es ist bereichernd, aber ich bin schon froh, wenn man überhaupt auch im europäischen Ausland wieder Italien oder andere Länder, aber auch Baden-Württemberg bietet tolle Möglichkeiten. Wir machen seit vielen Jahren auch jenseits von Corona am Bodensee oder auf der Schwäbischen Alb im Schwarzwald gibt es tolle Sachen. Wieso muss man so weit fahren? Baden-Württemberg bietet eigentlich alles und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass es erhalten bleibt und es in Zukunft auch noch diese Stärken hat. Warum in die Ferne schweifen? Aber gibt es trotzdem ein Land, das Sie besonders mögen? Also was mich sehr fasziniert hat, war zum einen Vietnam. Also der asiatische Bereich und Südafrika. Das sind aber jetzt rein persönliche Eindrücke, weil es einfach schön war, weil es viel geboten hat. Sind schöne Länder, aber ansonsten kann man nur sagen, Reisen bildet immer. Man lernt andere Länder kennen, man lernt Menschen kennen. Man baut auch viele Vorurteile ab, die man dann hat. Und vor dem Hintergrund ist es immer gut, wenn man sich umschaut in der Welt. Vielen Dank, Susanne Eisenmann. Jetzt kommen wir zu Andreas Stoch. Ehemaliger Kultusminister, Sie sind verheiratet, haben 4 Kinder und haben wahrscheinlich auch Homeschooling betrieben. Inwieweit wurden Sie da von Ihren Kindern geschlagen? Naja, also 2 sind schon aus der Schule draußen, die studieren schon, aber die sitzen tatsächlich jetzt auch schon das 3. Semester dann demnächst vor dem Bildschirm und haben quasi Online-Vorlesungen. Die 2 Kleinen, das dürfen die nie hören, wenn ich die sage, die sind 15 und 17, die sind noch in der Schule. Für die war letztes Jahr, ich sage jetzt mal, der Lockdown Corona Mitte März, das waren vorgezogene Osterferien, die haben das jetzt nicht so schwer genommen. Ich sag mal, die haben gute Lernvoraussetzungen. Ja, die haben ihren eigenen Schreibtisch, die haben ihr eigenes Endgerät. Das ist bei vielen Kindern nicht so. Und trotzdem merke ich, dass denen es langsam reicht, dass sie natürlich den Umgang zu Gleichaltrigen brauchen, dass sie ihre Freunde sehen wollen. Und deswegen, noch hängt der Haussegen nicht schief, aber es wird zunehmend schwieriger. Aber sind Sie ihnen digital voraus, kann man das so sagen? Ja, ich sag mal so, ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht irgendwie digital eingeschlafen, sondern habe mich ja auch nötigerweise, was all unsere Arbeit angeht, auch weiterentwickeln und weiterbilden müssen. Aber natürlich, für die gehört das von Anfang an zum eigenen Leben dazu. Und deswegen würde ich mal sagen, die junge Generation weiß da wahrscheinlich mehr als meine Generation. Sie spielen gern Tennis und Basketball. Das ist jetzt alles nicht so möglich wie früher. Manche einer greift dann zu Süßigkeiten, ich ja auch. Bei welchen Süßigkeiten können Sie nicht Nein sagen? Das ist tatsächlich so, dass ich ganz entspannt an Süßigkeiten vorbeilaufen kann. Der Sport ist tatsächlich das, was ich brauche, was ich auch dringend, ja, wo ich unruhig werde, wenn ich es nicht tun kann. Ich bin tatsächlich einer, der schon morgens am Frühstück nicht unbedingt ein Marmeladebrot braucht. Ein gutes Stück Schokolade oder eine sehr, sehr gute Praline, das kann ich dann schon mal so, aber ich bin grundsätzlich eher jemand, der das Süße nicht so braucht. Aber was haben Sie dann für einen Ausgleich, wenn Sie sagen, Süßigkeiten sind jetzt nicht unbedingt... Naja, also, wenn der kulinarische Ausgleich ist, das sieht man manchen ja an. Also ich versuche das ja diszipliniert zu machen. Für mich ist Ausgleich tatsächlich, ich sag mal, die Seele wieder, ich sage jetzt mal, in Ruhe zu bringen nach dem stressigen politischen Geschäft, ist tatsächlich der Sport, ist viel mit der Familie unternehmen. Also egal, ob es Skifahren ist oder ob es auch Verreisen ist, also all das, was mit der Familie passiert ist, das gibt mir so wieder eine Erdung und Ruhe zurück oder auch mit Freunden eine Bergwanderung zu machen. Das sind so Dinge, die brauche ich. Das sind 3 Tage, 4 Tage im Jahr, wo man das macht. Da füllt man den Akku, da sind wir wieder bei der E-Mobilität, da füllt man den Akku, der hält dann relativ lang.
Sie sind sehr aktiv, aber können Sie auch mal richtig entspannen, richtig faulenzen, vielleicht auf dem Sofa? Ich glaube, das ist jetzt die völlig falsche Zeit, diese Frage zu stellen. Also ich glaube, uns allen geht so, dass in der Wahlkampfzeit, ob man das will oder nicht, der Körper Adrenalin ausschüttet und dann schläft man auch nicht 9 Stunden am Stück, sondern nach ein paar Stunden wacht man auf und dann rattert der Kopf wieder. Also ich glaube tatsächlich, dass die Zeit gerade und auch das politische Geschäft keines ist, das eine Entspannung zulässt, weil es ist auch kein 9-to-5-Job. Sie sind immer in Anspannung, aber ja, es gelingt einem dann, wenn im Sommer mal zufällig ein paar Tage keine wilden Pressemitteilungen kommen, dass man dann auch mal Politik vergessen kann. Und von der Erholung her, sind Sie da eher für Strand zu gewinnen oder für die Berge? In der Reihenfolge. Herzlichen Dank, Herr Stoch. Ja, dann lassen Sie uns über Schule reden. Hier haben uns auch besonders viele Hörerfragen erreicht, zum Beispiel von Anita Wächter aus Esslingen. Die sorgt sich um ihren Sohn, 11. Klasse am Gymnasium, also die Jahrgangsstufe, in der die Noten schon zum Abi zählen. Und sie schreibt eben, im ganzen Schuljahr war praktisch kein normaler Unterricht möglich, zuletzt wochenlang Fernunterricht, mehr schlecht als recht. Sie schreibt, viel Stoff ist hinten runtergefallen. Vor allen Dingen in den Nebenfächern. Frage an die Kultusministerin Susanne Eisenmann. Wäre es nicht sinnvoll, dieses Corona-Schuljahr einfach zu streichen und nochmal wiederholen zu können? Also zunächst mal kann ja jeder, der es individuell will, wiederholen, ohne dass es als Wiederholung in der Hinsicht angesehen oder als Sitzenbleiben, wie der Begriff ist, angesehen wird. Zu sagen, wir machen bei insgesamt 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler einfach mal ein Jahr länger, finde ich nicht wenig eingreifend in Lebensplanung. Das muss ja dann für alle gelten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre aus meiner Sicht auch die falsche Antwort. Was viel wichtiger ist, ist von der Grundlage selber her, dass man individuell ansetzt, dass man mit Lernstandserhebung sieht, wo das Kind steht, je nach Alter, dass es darauf auch konkrete Antworten gibt. Deshalb haben wir die Lehrpläne auch entfrachtet. Wir haben Prüfungen verändert oder um auf die Situation der Fragerin zu sprechen zu kommen. Man hat die Prüfungen nach hinten verschoben. Man hat die Prüfungsinhalte erweitert, sodass die Lehrerinnen und Lehrer gezielt aussehen können. Das heißt, ich glaube, dass es gut ist, individueller zu reagieren, da wo die Kinder stehen, aber nicht pauschal zu sagen, 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler müssen ein Jahr länger in die Schule gehen. Überlegen Sie, der Drittklässler, der jetzt auch betroffen ist, gerade die kleinen Kinder, die besonders darunter leiden, dass es keinen Präsenzunterricht auch gibt, muss dann generell in vielen Jahren einfach ein Jahr länger in die Schule gehen. Das Konzept leuchtet mir nicht ein. Ich glaube, dass es besser ist, auf die konkreten Fälle vor Ort zu reagieren. Da muss man was tun, auch mit Unterstützungsangeboten. Aber pauschale alle über einen Kamm scheren, ist nicht mein politischer Ansatz. Aber Fakt ist, es wird Lernrückstände geben oder es gibt Lernrückstände, mal mehr, mal weniger, ganz klar. Andreas Stoch, Sie waren Kultusminister vor Susanne Eisenmann. Wie kann man diesen Kindern, diesen Jugendlichen dauerhaft vielleicht auch helfen und sie unterstützen? Weil ich kann mir vorstellen, das geht ja über dieses Schuljahr hinaus, diese Corona-Jahrgänge. Was haben Sie da für Ideen? Das, was Sie schildern und was in der Frage auch zutage trat, es ist die Sorge von ganz vielen Eltern im Moment. Die merken, es passiert an der Schule gerade nicht das, was passieren würde, wenn ein Präsenzunterricht stattfinden würde. Und wir haben schon letztes Jahr im Juni als SPD-Fraktion ein Papier entwickelt, das krisenfeste Klassenzimmer, wo wir gesagt haben, für das neue Schuljahr, das jetzt laufende Schuljahr, brauchen wir zusätzliche Angebote. Die Lehrer schaffen das nicht, neben dem Fernunterricht oder im Wechselmodell alles gleichzeitig zu machen. Wir brauchen zusätzliches Personal, wir brauchen pädagogische Assistenten und ich habe das vor wenigen Tagen gefordert, dass wir für das kommende Schuljahr, vielleicht auch darüber hinaus, einen Schutzschirm für Schülerinnen und Schüler einrichten. Wir brauchen personelle Ressourcen zusätzlich an den Schulen. Wir brauchen auch zusätzlich Schulpädagogik und Schulpsychologie. Viele Kinder kommen aus dieser Lockdown-Phase mit ziemlich viel Ballast, auch aus dem sozialen Umfeld. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler es schaffen können, mit diesen Rückständen auch umzugehen. Ich glaube, wir müssen den Blick auch ein bisschen verändern. Die Frage der Fokussierung, was haben die Kinder und Jugendlichen in den letzten Monaten verpasst, ist ja vor allem im sozialen Umfeld. Das, was sie nicht gelernt haben, das kann man wahrscheinlich ein Stück weit nachholen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich den Schülerinnen und Schülern auch wieder ein bisschen Mut und Zuvertrauen geben müssen. Und da helfen zusätzliche personelle Ressourcen an den Schulen. Die Lehrer sind nicht wie Sand am Meer verfügbar, das ist klar. Wir brauchen da wahrscheinlich auch Unterstützung
durch zum Beispiel pädagogische Assistentinnen und Assistenten. Und wir brauchen vor allem auch das Bewusstsein dafür, dass diese Schüler, auch wenn es jetzt um Prüfungen geht, Abitur oder andere Abschlussprüfungen, dass die eben fair geprüft werden, dass nur die Inhalte auch geprüft werden, die diese Schüler auch gelernt haben. Ich glaube, das ist ein Gebot der Fairness. Wir müssen aber das nächste Schuljahr jetzt schon vorbereiten, damit unsere Schüler dort das aufarbeiten können, was verpasst wurde. Ich greife das gerade mal auf mit dem Personal. Mehr Personal, wenn man mit Schulleitern spricht, Herr Schwarz, also gerade mal aus dem Grundschulbereich. Die müssen Wechselunterricht organisieren, Präsenz, Fernunterricht, haben noch die Notbetreuung, die sie organisieren müssen. Und die wird von 70-80% der Eltern auch wirklich für ihre Kinder genutzt. Oftmals wissen die Schulleiter gar nicht, woher mit dem Personal, woher mit den Lehrkräften. Braucht es eine Personaloffensive in den nächsten Jahren? Ja, absolut. Natürlich steht das auf der Tagesordnung. Wir haben ja in dieser Koalition schon den ersten Schritt getan, Schulleiter stärken, ja, weil wir genau das, was Sie angesprochen haben, gesehen haben. Schulleiterinnen und Schulleiter sind heute ja Manager für eine Schule und sie sollen sich voll und ganz auf die inhaltliche, auf die pädagogische Weiterentwicklung ihrer Schule konzentrieren können. Deswegen haben wir die Besoldung der Schulleiterinnen angepasst und weitere Schritte müssen folgen. Entlastungskontingent, dass sich die Schulleiter stärker auf die Entwicklung ihrer Schulen konzentrieren können. Schulverwaltungsassistenten, die Verwaltungsaufgaben von den Schulleitern übernehmen, sodass die sich auf die pädagogische Weiterentwicklung fokussieren können. Und das Weitere, was wir uns vorstellen, sind multiprofessionelle Teams an den Schulen, dass also die Lehrerinnen und Lehrer weitere Unterstützung bekommen. Das können Psychologen sein, das können vielleicht auch Heilpädagogen sein, das können Sozialarbeiter sein, es können aber vielleicht auch Informatiker sein. Denn wenn wir über das Thema Digitalisierung der Schulen sprechen, wie wir Medienbildung, Informatikunterricht verbessern, wie wir auch den Kindern beibringen, wie sie digitale Endgeräte sinnvoll einsetzen können, dann brauchen wir mehr Fachkräfte, die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen unterstützen. Stichwort Digitalisierung. Corona hat das ja schonungslos offengelegt. Da sind die Schulen nicht auf der Höhe der Zeit. Abstürzende Server, Moodle, das mal funktioniert, mal nicht. Fehlende Laptops, Lehrer, die mit dem Online-Unterricht auch ein bisschen fremdeln. Herr Rühlke, Sie haben selbst Kinder im Homeschooling zu Hause, eine Frau als Lehrerin. Wie muss denn aus Sicht der FDP die Digitalstrategie für die Schulen aussehen in Zukunft? Also wenn Corona ein Gutes hatte, dann, dass es in vielen Bereichen der Gesellschaft Versäumnisse und Schwachstellen schonungslos offengelegt hat. Und ganz besonders im Bildungsbereich. Wir haben gesehen, was fehlt. Die Bildungsplattform Ella ist ja gescheitert. Wäre gut, wenn man sie gehabt hätte. Wir haben gesehen, wir haben in vielen Bereichen des ländlichen Raums noch nicht hinreichend eine digitale Infrastruktur, die notwendig ist, damit viele Formen des Unterrichts, vom Fernunterricht über den Hybridunterricht, wirklich funktionieren können. Also wir haben in der nächsten Legislaturperiode den deutlich erkennbaren Auftrag, insbesondere im ländlichen Raum, die digitale Infrastruktur zu verbessern. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass eben nicht alle Schülerinnen und Schüler die notwendig leistungsfähigen digitalen Endgeräte haben, die notwendig sind, um so partizipieren zu können, wie das notwendig ist. Also auch hier müssen wir dafür sorgen, dass künftig Gerechtigkeit herrscht. Das ist die eigentliche Gerechtigkeitsfrage. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte immer darüber diskutiert, wie gerecht sind Schulstrukturen. Wie muss das Türschild aussehen, das an einer Schule hängt? Und jetzt haben wir festgestellt, die Gerechtigkeitsfragen sind ganz andere. Natürlich gehört dazu auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, was die digitale Kompetenz anlangt. Sie haben meine Frau angesprochen, die war am Anfang etwas verhalten, aber hat dann gemerkt, naja, wenn man sich richtig reinkniet, wird es immer besser. Und es ist natürlich auch notwendig, die Eltern mit ins Boot zu holen, denn nicht alle Eltern haben dafür gesorgt, dass ihre Kinder auch das digitale Angebot so wahrgenommen haben, wie das wünschenswert gewesen wäre. Herr Gögel, wie muss aus Ihrer Sicht Schule dauerhaft krisenfest und zukunftsfest aussehen?
Zunächst mal würde ich mal auf den Lehrermangel vielleicht eingehen. Ich bin ja einer der wenigen Nichtlehrer hier in der Runde. Das ist ja vielschichtig. Meines Wissens haben wir eine Überzahl. Aber jeder kennt sich aus in Sachen Schule. Da gibt es viele Experten. Genau. Jurist. Wir haben eine Überzahl an Gymnasiallehrern. Da muss man zunächst mal überlegen, kann man die eventuell in solchen Zeiten, wo wir Unterdingungen haben, tatsächlich auch an andere Schulen vorübergehend versetzen. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass man die Lücken vielleicht im Moment schließt. Ansonsten ist vielleicht der Lehrerberuf, der Pädagogenberuf vielleicht jetzt auch nicht mehr absolut dieses Magnet für viele junge Studenten auf Lehramt zu studieren. Da müssen sich die Regierenden, und hier haben wir ja lauter Parteien, die in den letzten drei Legislaturen in Regierungen, auch hier in Baden-Württemberg in Regierung waren, das sind immer die gleichen Themen, die sie hier vorbringen, was alles fehlt, was im Argen liegt und was wir in der nächsten Legislatur dann verbessern wird. Da bin ich mal gespannt, ob dann auch irgendwas umgesetzt wird in der nächsten Legislatur. Die zwei Klassenprüfungen. Frau Ismann, habe ich vielleicht falsch verstanden? Wollen Sie die Prüfungsinhalte tatsächlich absenken, von der Schwere her, von der Aufgabe her? Oder wollen Sie sie vielleicht zeitlich etwas strecken? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil wenn man tatsächlich die Prüfungsinhalte absenkt, dann haben wir nachher eine Zweiklassengesellschaft von Schülern, die heißt Corona-Abschluss. Und der ist zweitrangig. Danke. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Können Sie mir als Laien vielleicht eine Antwort geben? Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Das Konzept haben wir ja vorgestellt vor ein paar Wochen. Zum einen haben die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit, 15, 30 Minuten für die Prüfungen, und es gibt mehr Prüfungsaufgaben, also beispielsweise statt 5, 10 oder 15, wo die Lehrerinnen und Lehrer auswählen kann, sodass die Prüfungen auch passgenauer sind für das, was man gelehrt hat. Also das haben wir aber schon vor keine Wochen zwei Klassengesellschaft gemacht. Mit Corona-Abschlüssen und normalen Abschlüssen. Das ist schon mal sinnvoll. Diese Unterstellung muss man einfach zurückweisen. Ja. Ich habe niemand was unterstellt. Ich habe eine Frage gestellt, Herr Schwarz, und das wollten wir hier ja in der Runde etwas auflockern und die Möglichkeit doch schaffen. Ich trage gerne dazu bei, wenn die Kolleginnen und Kollegen Nachholbedarf haben. Ja. Stehe ich gerne zur Seite. Vielleicht gibt es noch Fragen. Ich hätte noch eine Hörerfrage. Um das Gespräch vielleicht noch mal in ein bisschen eine andere Richtung auch zu lenken, wäre jetzt vielleicht sogar ein guter Zeitpunkt, über Veränderungen im Schulsystem nachzufragen, um Schülern auch mehr Zeit zu geben tatsächlich und den Leistungsdruck ein bisschen rauszunehmen. Uns hat Dagmar Birk aus Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis geschrieben und sie fragt nach G8 beziehungsweise G9. Schon vor Corona war der Druck groß und sie fürchtet, dass er jetzt eben noch stärker wird, weil viel mehr noch nachgeholt werden muss. Frau Eisenmann, gibt es den Plan, noch mehr Gymnasien einzurichten, die Abitur in 9 Jahren anbietet? Zunächst mal, haben wir in Baden-Württemberg flächendeckend G9? Wir haben berufliche Gymnasien, wo rund 37% der Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen. Das ist ein gleichwertiges Abitur, allgemeinbildend, berufliches Gymnasium, wo andere Bundesländer uns drum beneiden. Deshalb diesen flächendeckenden G9-Weg gibt es. Ihre Frage bezieht sich auf allgemeinbildend, das ist klar. Ich glaube, dass Schulstrukturdiskussionen selten zielführend sind. Die Frage, wie das Gebäude aussieht, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was im Gebäude stattfindet. Das heißt, die Tiefenstruktur ist entscheidend und nicht die Oberflächenstruktur. Und wenn ich an die letzte Legislaturperiode denke, wie gründlich da über Schulstrukturen diskutiert wurde, wie viele Verwerfungen es da auch gab, welche Rolle spielt meine Schulart, wie geht es mit mir weiter, kann ich nur sagen, das brauchen wir in einer Zeit, wo es darum geht, Schülerinnen und Schülern zu helfen. In einer Zeit, wo es darum geht, die Qualität und die Schulen zu unterstützen, brauchen wir es aus meiner Sicht nicht. Auch deshalb ist es für mich momentan keine Diskussion. G8, G9 und vielleicht um
eins noch auch aufzuklären. Manchmal werde ich gefragt, dass man jetzt einfach morgen sagt, ab jetzt G9 und dann stellt man das alles um. Das geht gar nicht. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, man würde auf G9 umstellen, ist es ein schulgesetzlicher Entscheidungsprozess, dann beginnt man in einer Klasse 5 aufwachsend. Wenn ich das im September mache, 9 Jahre, haben wir 2030 die Komplettumsetzung, weil das gar nicht anders geht vom Weg. Deshalb, da herrscht manchmal, glaube ich, auch ein bisschen eine falsche Vorstellung. Deshalb ja, man muss Schülerinnen und Schüler unterstützen. Wir haben G9 in den beruflichen Gymnasien, für die ich ausgesprochen werbe, weil sie wirklich eine tolle Arbeit machen. Und G8, G9 ist momentan keine Diskussion, weil, wie gesagt, Schulstrukturdiskussionen können wir aus meiner Sicht momentan überhaupt nicht brauchen. Wäre G9 eine Option für die FDP, Herr Rülke? Ja, ich schließe mich jetzt an der Stelle ausdrücklich dem an, was Frau Eisenmann zu den beruflichen Gymnasien gesagt hat. Wir haben ein hervorragendes berufliches Bildungssystem. Dazu gehört auch die duale Ausbildung. Und es ist gut, dass wir das Angebot haben, am beruflichen Gymnasium Abitur zu machen. Wir hätten aber auch gerne für alle Schülerinnen und Schüler, die das wünschen, das Angebot eines G9-Abschlusses am allgemeinbildenden Gymnasium. Und deshalb wollen wir nicht flächendeckend am G8 festhalten, sondern wir wollen den Schulen selber die Entscheidungskompetenz geben. Alle Schulen sollen dieselben Ressourcen, also alle Gymnasien dieselben Ressourcen erhalten. Und dann soll vor Ort entschieden werden, machen wir G9 oder machen wir G8. Das halten wir für eine vernünftige Lösung. Wir sind aber auch nicht dafür, nun von oben her zu oktroyieren, so wie das beispielsweise in Bayern der Fall gewesen ist. Jetzt müssen alle G8-Gymnasien wieder G9 werden. Denn wenn ich vor Ort an die Schulen komme, gibt es durchaus auch Gymnasien, die sagen, wir haben G8 hier eingeführt, es läuft, es funktioniert, bitte zwingt uns jetzt nicht schon wieder zur Umstellung. Und es gibt auch Schülerinnen und Schüler, für die das G8 das Richtige ist. Deshalb wollen wir die Entscheidungskompetenz vor Ort haben. Fakt ist, Baden-Württemberg ist im Ländervergleich abgerutscht in Sachen Bildung. Einstiger Musterschüler, jetzt in vielen Bereichen nur noch Mittelmaß. Herr Stoch, wie kommt Baden-Württemberg da wieder nach oben im Ranking? Indem man im Bildungssystem gesellschaftliche Veränderungen aufnimmt. Wir haben diese Veränderung zum Schlechteren seit Anfang der 2000er Jahre. Wenn Sie sich die Linien anschauen in den PISA-Studien, der sogenannte PISA-Schock, dann hat Baden-Württemberg da schon an Boden verloren. Vor allem, wenn es um die Förderung von Schülerinnen und Schülern geht, die schwierigere Lernvoraussetzungen haben. Da hat Baden-Württemberg ganz, ganz viel an Boden verloren. Und das liegt daran, dass in unserem Bildungssystem viel mehr Kinder als früher ins Gymnasium gehen, aber viel weniger Kinder an die frühere Volksschule und jetzige Hauptschule. Das sind oft ganz relativ kleine Einheiten im ländlichen Raum. Und deswegen haben wir ja damals mit der Gemeinschaftsschule versucht, ein besseres Angebot zu machen, wo Schüler auch unterschiedlicher Fähigkeiten und auch unterschiedlicher Potenziale gemeinsam lernen können, weil wir glauben, das ist eine gute Antwort auch für eine gute Pädagogik im ländlichen Raum. Das ist leider sehr ideologisch bekämpft worden. Frau Eisenmann hat gerade bei der Frage nach dem neunjährigen Abitur auch die Gemeinschaftsschulen mit ihren Oberstufen bewusst vergessen, glaube ich, weil das auch ein Weg ist, in 9 Jahren zum Abitur zu kommen. Wir brauchen in Baden-Württemberg eine Bildungspolitik, die ins 21. Jahrhundert passt. Und ich habe das Gefühl, dass in der aktuellen Legislaturperiode von der CDU vor allem eine Bildungspolitik gemacht wird, die in die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückblendet, weil man da weit vorne war in den Rankings und weil man glaubt, mit den Rezepten der Vergangenheit Bildungspolitik der Zukunft zu machen. Das wird so nicht funktionieren. Wir brauchen, das hat Corona auch gezeigt, wir brauchen einen sehr viel besseren Blick auf die individuelle Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Frage der Individualisierung, wie kann ich dem einzelnen Schüler helfen, bestmöglichen Lernfortschritt zu machen, das gehört heute an jeder Schule ins pädagogische Konzept. Und das ist, glaube ich, noch nicht bei allen in der Landespolitik angekommen. Ich reiche die Frage auch noch an Herrn Schwarz, weil es waren ja die letzten 10 Jahre, wo es im Ranking runterging. Da waren Sie in der Regierung. Wie wollen Sie die Trendwende schaffen? Also wir haben das schon mit Sorge gesehen, was da passiert ist. Und wir haben unmittelbar darauf auch reagiert. Weitere Stunden in den Grundschulen für die Kernkompetenzen Deutsch und Mathe, Lesen, Schreiben, Rechnen, um diese Kernkompetenzen sehr früh zu stärken. Wir haben uns dann auch weiter überlegt, ja, was können wir tun, um die Qualität im Schulwesen zu verbessern. Und der Schlüssel liegt in der Stärkung der Schulleiter. Ich habe es vorhin ja ausgeführt, dass sich Schulleiter voll und ganz auf die pädagogische Entwicklung ihrer Schulen konzentrieren können.
Wir haben weitere Institute geschaffen, die das Thema Aus- und Weiterbildung, Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer mit einer kohärenten Strategie in die Hand nehmen. Denn klar ist doch, es kommt beim Bildungserfolg in erster Linie auch auf die Lehrerinnen und Lehrer an. Deswegen wollten wir hier mit diesen Instituten auch eine bessere, eine zielgerichtetere Aus- und Weiterbildung der Lehrer hinbekommen. Und das A und O ist eine gute Unterrichtsversorgung. Deswegen haben wir weitere Studienplätze geschaffen, insbesondere für das Grundschullehramt, weil wir sehen, da ist ein großer Handlungsbedarf gegeben. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zu G9 sagen. Was in der Debatte zu kurz kam, war die Tatsache, dass wir ja auch in nahezu jedem Landkreis ein allgemeinbildendes Gymnasium haben, was schon heute G9 anbietet. Das heißt, wir haben da eine Vielzahl an Möglichkeiten. Über 40 allgemeinbildende Gymnasien bieten den Weg an. Die beruflichen Gymnasien bieten diesen Weg an. Ein Exportschlager aus Baden-Württemberg. Und wir haben inzwischen mehr als 5 Oberstufen an den Gemeinschaftsschulen, die diesen Weg auch anbieten zum vollwertigen Abitur. Deswegen glaube ich, dass hier eine Kehrtwende zu einem generellen G9 falsch wäre. Dafür werden nachher auch keine Lehrerstellen zur Verfügung stehen. Frau Eisenmann zuckt. Naja, also wenn der ehemalige Kultusminister Andreas Stoch und der Grünen-Fraktionsvorsitzende von der letzten Legislaturperiode sprechen, muss ich sagen, ob es dann die richtige Entscheidung war, unter Grün-Rot den Abbau von 11.000 Lehrerstellen anzustreben, das wage ich stark zu bezweifeln. Dann gerne was komplette sagen, Fehlentscheidung, ja. Naja, die aber vieles behindert hat. Ja, Sie erzählen doch immer und die gleichen Märchen, Frau Eisenmann. Und vor dem Hintergrund finde ich es immer mutig, sich heute hinzustellen und zu sagen, was man alles hätte tun können. Aber in der letzten Legislaturperiode ist selber verpasst hat. Deshalb finde ich es immer ein wirklich amüsant, diese Diskussion. Diese Lehrerstellen sind ja nicht abgebaut worden. Aber jeder, der sich mit Landespolitik beschäftigt, weiß, dass es eine Empfehlung des Rechnungshofes war. Und ich bin 2011 in den Landtag gewählt worden. Ich habe 2011 einen Haushaltsplan der damaligen CDU-geführten Regierung vorgefunden, wo dieser Abbaupfad und sehr viele Stellen mit KW-Vermerken kann künftig wegfallen, vorgesehen waren. Deswegen war es, glaube ich, gut, dass wir diese Empfehlung nicht nachvollzogen haben. Und es bleibt eine gemeinsame Aufgabe, für dieses hohe Niveau, das wir in Baden-Württemberg für die Schulen anstreben, zu sorgen. Wir sind gewillt, diesen Weg zu gehen. Man hat aber jahrelang kommuniziert, dass man diesen Abbau vorhat. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf junge Menschen, die sich überlegen, ob sie den Lehrerberuf ergreifen wollen. Okay. Also wenn heute Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dann spielt schon eine Rolle, dass dieses kommuniziert wurde und dass dann möglicherweise die jungen Menschen sich für andere Ausbildungsgänge Kollege entschieden haben. Sie haben recht, bis 2014. Sie wissen, ich bin 2013 ins Amt gekommen. Da stand die Zahl 11.600 bereits auf dem Sockel und zwar auf Basis einer Prognose des Statistischen Landesamtes. Es werden die Schülerzahlen um 20% zurückgehen, hieß es damals. Da war damals auch CDU, FDP nicht der Meinung, dass man genauso viel Lehrer braucht, sondern es war allgemeiner Common Sense, dass man gesagt hat, man kann Lehrerstellen abbauen. Aber und jetzt wird es entscheidend. Als es dann um den Abbau ging, wurde feststellbar, dass die Schülerzahlen eben nicht so stark zurückgehen. Und ich habe schon 2013, das können Sie in den Zeitungen nachlesen, dagegen gekämpft, diese Abbauschritte zu machen. Und ich habe 2014 dann nach hartem Ringen mit den Grünen diesen Abbaupfad abgebrochen, weil ich gesagt habe, sonst fliegt uns das Schulsystem um die Ohren. Und deswegen kann ich für mich sagen, ich bin da mit mir im Reinen, ich habe diesen Abbau von Lehrerstellen gestoppt, der auf Basis einer sich nachträglich als nicht richtig herausgestellten Prognose des Statistischen Landesamtes beruht. Und deswegen finde ich das einfach nicht fair, Frau Eisenmann, wenn Sie ständig diese 11.600 Lehrerstellen nennen, gleichzeitig aber wissen, dass Ihre Partei, die CDU, diesen Abbaupfad bereits 2010 begonnen hatte, weil 2011 bereits auf Planungen der CDU die ersten Lehrerstellen, nämlich über 700, hätten gestrichen werden sollen. Das ist nicht korrekt. Lassen Sie das endlich. Sie lügen sich sonst in Ihren politischen Vorwurf. Also Vorsicht mit dem Thema Lügen. Nach vorne schauen. Nein, aber darf ich vielleicht noch einen Satz sagen? Dieses immer Schieben aufs Statistische Landesamt. Und natürlich war es eine Grundstimmung. Man hat nämlich verpasst, zusätzliche Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Und wenn Sie schon das Statistische Landesamt sich anschauen, Herr Stoch, bei der Polizei ist ja genau das Gleiche passiert. Nicht nur auf die Zahlen der Schülerinnen und Schüler schauen, sondern vielleicht auch mal schauen, wer in Pension geht. Wer Statistiken lesen kann, arbeitet mit Weitblick. Und deshalb sowohl bei der Polizei wie bei den Lehrern hat dieser Weitblick gefehlt.
deshalb gestehe ich Ihnen zu, ist ja recht, wenn Sie dazu gelernt haben. Ich tue mich nur ein bisschen schwer, wenn man sich hinstellt und sagt, was alles falsch lief, selber aber in der Verantwortung war. Da hilft manchmal ein kritischer Blick aufs eigene Tun. Nur dafür werbe ich. Sie haben doch tausend Stellen. Wir bleiben noch beim Thema Schulen. Herr Rülke, Sie sind Gymnasiallehrer, Studiendirektor, spielen leidenschaftlich gern Tennis, habe ich mir sagen lassen, haben 3 Söhne. Wie entspannen Sie denn derzeit? Ja, mit dem leidenschaftlichen Tennis ist es so eine Sache. Ich gehöre zu den Leuten, die Dinge gerne gut machen, wenn sie es können. Und das hat die letzten Jahre und Jahrzehnte nachgelassen und damit auch der Spaß am Tennis. Deshalb bin ich dazu übergegangen, jeden Morgen 11 Kilometer durch den Wald zu laufen. Das ist mein sportlicher Ausgleich. Tennis konnte ich leider schon länger nicht mehr spielen. Ich hoffe, dass Frau Eisenmann es bald wieder erlaubt. Also mein jüngster Sohn leidet schwer darunter, dass er im Moment nicht Tennis spielen kann, also deutlich mehr als der Vater. Ja, Entspannung, morgens joggen, in der Dunkelheit noch, das befreit, das befördert auch die Denkprozesse. Und im Übrigen habe ich durch den Lockdown jetzt auch die Gelegenheit, abends häufiger bei der Familie zu sein. Da wundern sich manche, also ich hoffe, dass es ein positives Wundern ist. Wenn Sie joggen gehen, bei Wind und Wetter, was ist denn Ihre Lieblingsjahreszeit? Ja, meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich schon eine Jahreszeit, wo nicht Eis und Schnee das Joggen behindert. Also vor 2 Wochen bin ich mal ausgerutscht auf einer Eisplatte. Die Gefahr besteht dann. Und insofern habe ich dann schon lieber, wenn das Wetter einigermaßen günstig ist. Aber zu heiß muss es jetzt auch nicht sein. Ansonsten, Sie haben schon gesagt, Sie sind gerne mit Ihrer Familie zusammen. Wenn Sie jetzt aber selber ein Wochenende planen wollten für sich ganz persönlich, wohin wird es da gehen? Ach, wahrscheinlich irgendwohin ans Meer. Mhm. Wo man entspannen kann. Also mir geht es so ähnlich wie dem Kollegen Stoch, wenn man so im Wahlkampf ist und normalerweise im Geschirr, da kann man nicht einfach nur auf den Schalter drücken und entspannen. Da ist dann schon ein bisschen ein Tapetenwechsel notwendig. Allerdings würde ich schon gern meine Frau mitnehmen dürfen, wenn Sie es gestatten. Und dann gemeinsam mit ihr so bei einem Wellness-Wochenende entspannen. Dankeschön. Herr Gögel, Sie sind verheiratet, haben ein Kind und auch einen Hund. Ja, was schätzen Sie besonders an Ihrem Haustier? Also zunächst mal bin ich verheiratet, habe ein leibliches Kind und meine jetzige Ehefrau hat ein Kind mit in diese Ehe gebracht. Das bezeichne ich auch als mein Kind, also habe ich 2. Und dann kommt die Reihenfolge mit 4 Enkeln und dann kommt der Hund. Das ist sicher immer noch in der richtigen Reihenfolge auch wiedergegeben. Wunderbar. Wie halten Sie sich persönlich fit neben Gassi gehen? Naja, im Moment ist das sehr schwierig. Also ich bin jetzt kein so Frühaufsteher wie der Herr Rülke. Morgens da 11 Kilometer zu laufen, wird mein Knie auch im Moment nicht so mittun. Aber am Wochenende, speziell sonntags, mit dem Hund natürlich draußen, sich draußen aufhalten und zu laufen, das ist der Ausgleich aktuell. Nach der frischen, ja. Ja, jetzt als vorhergehender Unternehmer bin ich nicht gewohnt, sehr viel Freizeit zu haben oder da einen sehr großen Ausgleichsbedarf. Das beschränkt sich aufs Wochenende. Ja, nach den Spaziergängen hat man auch Hunger. Was ist denn Ihr Lieblingsessen? Naja, im Moment, also Lieblingsessen ist sicher die französische, die italienische Küche. Ja, das ist jetzt schwierig, sich das liefern zu lassen oder zu holen. Geht viel verloren von dem, was man daran genießen möchte. Also jetzt lassen wir uns von einem guten Lokal in meinem Wohnort, da bestellen wir Essen und holen das dort ab. Und das ist die heimische Küche. Und auch das haben wir zu schätzen gelernt. Kochen Sie auch selber? Nein, im Urlaub tun wir das sicher, meine Frau und ich. Da machen wir eigentlich fast jeden Tag, gehen wir auf den Markt einkaufen und machen uns da was zu essen. Das macht uns im Urlaub Freude, aber unter dem Jahr habe ich die Zeit nicht dazu.
Vielen Dank, Herr Gögel, zu Alles außer Politik. Und damit zurück zu dir, Barbara. Wir wollen noch ein anderes Thema ansprechen. Klimawandel, Klimaschutz. Das ist ja wirklich auch in den Hintergrund gedrängt worden, die Klimakrise. Vor Corona sind viele, viele junge Menschen fast wöchentlich auf die Straße gegangen. Und wir haben so einen jungen Mann einmal gebeten, ein Statement abzugeben. Felix Cartier von Fridays for Future in Freiburg. Was ihm wichtig ist. Und er sagt, das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen ist unverhandelbar. Leider liegt die Realität noch meilenweit davon entfernt. Und er fordert, es braucht jetzt einen radikalen Kurswechsel, um diese lebenswichtigen 1,5 Grad noch einhalten zu können. Die nächsten 5 Jahre werden entscheidend für die Zukunft der jungen Menschen. Und aus dieser Sicht heraus fragt er auch in diese Runde, wieso sollten wir Ihnen, den Politikern, vertrauen, dass sie in den nächsten 5 Jahren diesen radikalen Kurswechsel schaffen und das Pariser Klimaabkommen noch gerecht einhalten können. Andreas Schwarz, Klimaschutz ist das Thema, das Markenthema der Grünen. Wie wollen Sie das Ruder rumreißen? Ich unterschreibe alles das, was der Fragesteller vorgetragen hat. Und deswegen ist für meine Fraktion auch klar, dass klimaneutrale Baden-Württemberg, die klimarelevanten Themen und die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens mit dem 1,5-Grad-Ziel, das wird das wichtigste Thema für die nächste Legislaturperiode sein. Um was geht es dabei, wenn wir vom klimaneutralen Baden-Württemberg sprechen? Das heißt, dass wir ein Klimaschutz-Sofortprogramm umsetzen. Ich will, dass auf jedem Dach eine Solaranlage errichtet wird, dass wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien bekommen. Mehr Windkraft auch im Staatswald ist ein Thema. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Jede Kommune von frühmorgens bis spätabends an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Elektromobilität, Brennstoffzellentechnik voranbringen. Ein höherer CO2-Preis auf Bundesebene. Sie merken, wir haben dazu nicht nur Forderungen, sondern auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen, wie wir Klimaschutz in Baden-Württemberg voranbringen können. Das wird in meinen Augen das entscheidende Thema sein, um auch der jungen Generation einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Die Jungen drücken ja ziemlich aufs Tempo, fordern mehr Tempo bei der Umsetzung von vielen Bereichen. Herr Stoch, die SPD liebäugelt ja so ein bisschen erneut in eine Regierung mit den Grünen zu gehen. Was würde denn mit der SPD anders, womöglich besser laufen in Sachen Klimaschutz? Wir haben in unserem Wahlprogramm eindeutig das Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel drin und wir sagen ganz klar, dass Handlungsfelder jetzt auch konkret angegangen werden müssen. Es reicht nicht allein die Landesebene anzuschauen, auch Bund, europäische Ebene sind da sehr wichtig, auch die kommunale Ebene übrigens, aber wir haben Möglichkeiten auf der Landesebene etwas zu tun. Das Thema Zubau von erneuerbaren Energien. Baden-Württemberg hat in den letzten 5 Jahren sowohl bei der Windkraft als auch bei der Photovoltaik an Boden verloren. Wir brauchen dringend mehr Energie aus regenerativen Energiequellen. Also Wind und insbesondere auch die Solarenergie muss ausgebaut werden in Baden-Württemberg. Wir müssen im Verkehr vorwärts kommen, aber nicht durch Verbote, sondern durch attraktive Alternativen. Der Individualverkehr trägt immer noch einen sehr großen Anteil auch zum CO2-Ausstoß bei. Und wir müssen den Menschen aus meiner Sicht attraktive Angebote machen, deswegen auch die Idee eines 365-Euro-Tickets, dass Menschen auch verstärkt den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Da brauchen sie zuverlässige, qualitätsvolle Angebote. Wir müssen das Thema Gebäudesanierung in den Blick nehmen, auch den gesamten Bereich des Bauens. In die Gebäude fließen etwa 40% unseres Primärenergiebedarfs, was Wärme angeht. Das heißt, auch da muss unterstützt werden, da müssen finanzielle Unterstützungsmaßnahmen stattfinden, wenn wir dort weiterkommen wollen. Und aus meiner Sicht gibt es in den nächsten 5 Jahren in Baden-Württemberg viele Handlungsfelder, die wir angehen müssen, um zu mehr Klimaschutz zu kommen. Übrigens auch aus wirtschaftlichen Gründen eine attraktive Perspektive. Unser Maschinenbau, der zum Beispiel was Rohstoffverbrauch angeht, was CO2-Freundlichkeit angeht, der baden-württembergische Maschinenbau kann von einer Dekarbonisierung der Wirtschaft profitieren. Das wird ein weltweites Exportmodell aus meiner Sicht werden. Und deswegen stecken dort auch riesige wirtschaftliche Chancen und damit auch die Chancen für gute Arbeitsplätze der Zukunft. Frau Eisenmann, der CDU wird teilweise offen vorgeworfen, sie sei gerade beim Thema Klimaschutz in dieser Regierung ein Klotz am Bein gewesen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf und wo gibt die CDU Gas? Also dann ist es immer gut, wenn man sich's anschaut. Schauen wir mal uns den CO2-Ausstoß an.
Als CDU und FDP von 2006 bis 2011 in der Regierung waren, hat man ihn um 14 Prozentpunkte gesenkt. Grün-Rot, letzte Legislaturperiode, Erhöhung um 3%. Und jetzt hat man ihn in dieser Legislaturperiode wieder um 10% reduziert. Was kann man daraus schließen? CDU wirkt. Und vor dem Hintergrund ist es immer gut, ist es, ja, so ist halt immer von Klotz. Sehr vereinfacht. Ja, Herr Schwarz, aber Klotz, sehr, am, sehr vereinfacht. Klotz am Bein, Klotz am Bein, Klotz ja. am Bein Wahnsinn. Ist halt auch. Die Sonne auch, geht auch jeden Morgen auf. Klotz am Bein ist halt auch ein bisschen vereinfacht. Deshalb ist immer gut, wenn man differenziert vorgeht. Was ganz entscheidend ist, und das Bekenntnis zum Ziel ist entscheidend, dass man diesen Weg auch gemeinsam geht. Nur was mir bei dieser Fragestellung zu weit geht, ist radikal. Wir können den Menschen nicht abschaffen. Wir brauchen auch Perspektive und deshalb gerade das Miteinander von Wirtschaft und Umwelt nehmen wir beim Beispiel Wohnen. Wohnen ist die soziale Frage dieses Jahrzehnts. Nur Wohnen muss auch noch bezahlbar sein, das ist unser Problem. Und damit muss ich mir das Bauen auch noch leisten können. Und genau in diesem Zwischenspiel soziale Verantwortung, wie kann es uns gelingen, auch Arbeitsplätze in die Zukunft zu führen, bei klimafreundlichen Zielen und beim Einhalten auch von Paris. Das ist eine Aufgabe, die ist etwas differenzierter, als nur zu sagen, das ist das Ziel und alles andere interessiert mich nicht. Man wird es nur miteinander schaffen und deshalb ist die CDU, wie gesagt, nicht Klotz am Bein, sondern sehr konstruktiv. Nur es muss halt insgesamt passen, wenn nachher immer mehr Menschen keinen Job mehr haben, wenn Klimaschutz nur für wenige bezahlbar ist, dann haben wir gar nichts erreicht. Und vor dem Hintergrund ist es immer gut, wenn man differenziert vorgeht und auch wenn die CDU hier dann die Federführung hat. Ich würde gerne eine Zwischenfrage stellen, Frau Kollegin. Wir haben ja in der Koalition hart um die Solarpflicht gerungen. Und in meinen Augen ist es auch das Einfachste, eine generelle Solarpflicht auf allen Gebäuden, nicht nur auf den Industriegebäuden, sondern auch auf den Wohngebäuden. Ist die CDU bereit, in der nächsten Legislaturperiode eine generelle Solarpflicht auf allen Gebäuden mitzumachen? Herr Schwarz ist schon in Koalitionsverhandlungen, soweit sind wir jetzt mal noch nicht. Tatsächlich auf Gewerbegebiete, ja, auf Gewerbeflächen, ja, da haben wir uns ja drauf verständigt. Warum zögern wir beim Wohnbau? Wohnen ist eh schon teuer. Wenn sich eine Krankenschwester oder ein Polizeibeamter in Baden-Württemberg keinen bezahlbaren Wohnraum mehr leisten kann, haben wir mehr Verantwortung. Und deshalb zu sagen, wie gelingt es uns, Klima, das war genau das Beispiel, das ich angesprochen habe, mit bezahlbar für alle in Einklang zu bringen, darüber kann man mit uns reden. Da ist uns aber die Antwort zu einfach, Bauen immer noch teurer zu machen, ist nicht die richtige Antwort, weil dann verlieren wir viele Menschen, viele Bürgerinnen und Bürger, die Perspektive brauchen. Und deshalb auch hier, Ziel ist richtig, man muss abgewogen vorgehen. Nur klar ist, Bauen muss man sich auch noch leisten können. Und vor dem Hintergrund haben wir hier ein differenziertes Vorgehen durchgesetzt. Aus meiner Sicht richtig. Und deshalb ist ja auch gut, dass die CDU da mitspricht. Herr Gögel, beim Thema Klimaschutz klafft im AfD-Wahlprogramm eine große Lücke. Stattdessen treten Sie für Kohle- und Kernkraftwerke ein. Das klingt wenig nach Zukunft und sehr viel nach gestern. Wie ernst nehmen Sie den Klimawandel? Also, ich weiß jetzt nicht, wo Sie die Lüge da entdeckt haben. Ich habe gedacht, das sei ein Fließtext, der auf allen Seiten dann ausgefüllt ist. Wenn Sie inhaltlich eine Lücke suchen, dann würde Sie die sicher finden zu den anderen Parteien. Wir leugnen nicht den Klimawandel, der findet statt. Der hat übrigens schon zigmal in der Geschichte dieses Planeten stattgefunden, auch ohne uns Menschen. Wir bezweifeln, dass das zu 100% menschengemacht sein soll. Wir können nicht feststellen, und auch die Wissenschaft, die da dagegen steht, kann nicht sagen, wie weit trägt der Mensch zu diesem Temperaturanstieg bei. Das ist aber auch müßig, diese Diskussion zu führen, sondern wenn wir, und da diskutieren wir hier über das Pariser Klimaabkommen, und wenn dort große CO2-Emittenten wie China, wie Brasilien, wie Nigeria, wenn diese Schwellenländer und Entwicklungsländer, da wird China als Entwicklungsland geführt und darf weiterhin tausende Kohlekraftwerke im Jahr zubauen und weiterhin die nächsten Jahre
Jahre noch CO2 deutlich erhöht ausstoßen. Und das ist kein Abkommen. Das ist eigentlich gegen unsere Bürger in Deutschland, weil sie sollen die Hauptlast in diesem Bereich tragen, bei gerade mal 2% Ausstoß am CO2 weltweit. Und das lehnen wir ab. Wir müssen alles mit Maß und Ziel versuchen zu erreichen. Und Maß und Ziel heißt, es muss für Bürger bezahlbar bleiben. Es kann keine Arbeitsplätze kosten. Und ein windarmes Land wie Baden-Württemberg kann sich nicht weiter verschandeln mit dem Zubau von Windkraftanlagen. Die müssen dort entstehen, wo auch Wind weht. Hier werden diese Anlagen nach Ende der Subvention werden die geschreddert, werden sie abgebaut. Und da sind zig Tonnen Zement verbaut in diesen Anlagen und andere Reststoffe, Restmüll, wo die Entsorgung den Grünen keine Sorge macht. Da debattieren sie gar nicht drüber. Also Windanlagen, da wo Wind weht. Solaranlagen, warum nicht? Ich denke, dass auch der Häuslesbauer, wenn es ihn noch gibt, wenn die Grünen an die Regierung kommen in der nächsten Legislatur, sehe ich da schwarz. Vielleicht sehen wir ja schwarz nach Kretschmann. Werden wir sehen. Aber dann... Ich sehe doch, dass diese Menschen auch investieren in diese Solaranlagen. Warum müssen wir alles mit Zwang und Pflicht machen? Wenn es für jemand wirtschaftlich ist, in seinem persönlichen Haushalt, dann wird er das umsetzen. Selbstverantwortung statt Fremdbestimmung. Auch in diesen Bereichen. Das ist ganz wichtig und das sind AfD-Positionen. Herr Rühlke, als Fraktionschef der FDP haben Sie in der Opposition in den vergangenen 5 Jahren eigentlich keine Gelegenheit ausgelassen, den grünen Verkehrsminister Herrmann zu kritisieren. Neuerdings hört man ganz neue Töne. Sie loben ihn sogar in Sachen Kraftstoffe. Schwenken Sie jetzt auch schon mal auf grünen Kurs? Nein, ich schwenke nicht auf grünen Kurs. Ich halte beispielsweise das, was der Kollege Schwarz gerade ausgeführt hat, nicht für den richtigen Weg zu sagen, wir machen eine Solarpflicht für Dächer oder wir setzen in windstille Schwarzwaldtäler immer mehr Windräder. So werden wir die Energiewende nicht schaffen. Wir brauchen eine globale Strategie. Ich möchte ausdrücklich den Vertretern von Fridays for Future recht geben, wenn sie sagen, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Ja, aber es wird nicht funktionieren, wenn man sagt, Politik mach. Wie ihr es macht, ist uns eigentlich egal, aber ihr müsst machen. Nein, wir brauchen eine Strategie, die von der Bevölkerung mitgetragen wird. Wenn wir der Bevölkerung sagen, wir verwirklichen das 1,5-Grad-Ziel, aber wir werden massive Wohlstandsverluste haben, dann fehlt die öffentliche Unterstützung für diese Politik, die man braucht, immer braucht in einer Demokratie, um solche Ziele zu erreichen. Deshalb haben wir ein hartes Ziel für Koalitionsverhandlungen in unserem Wahlprogramm formuliert, nämlich das Thema Wasserstoff. Wasserstoff brauchen wir nicht nur für die Verkehrswende, sondern wir brauchen es auch für die Energiewende. Es muss möglich werden, erneuerbare Energien dort zu produzieren, wo es wirklich Sinn macht, nämlich Sonnenenergie im Süden, nämlich Wasserkraft im Norden in Skandinavien und Windkraft ja, aber im Idealfall offshore im Meer und onshore an der Küste. Und dann müssen wir das umwandeln auf dem Weg der Elektrolyse in Wasserstoff und diesen Wasserstoff dorthin transportieren, wo er gebraucht wird. Grüner Wasserstoff, der klimaneutral ist. Das ist der Weg in die Zukunft und das ist der Weg, um Klimaschutz mit dem Erhalt von Wohlstand zu verbinden. Anders wird es nicht funktionieren. Eine Solarpflicht auf Dächern in Baden-Württemberg und Windräder in windstillen Schwarzwaldtälern, das ist nur das Herumdoktern an Symptomen. Das unterstütze ich nicht. Aber wenn Winfried Herrmann nun sagt, er ist für erneuerbare Kraftstoffe, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Über die Verkehrswende und Mobilität hätte ich auch gerne noch mit Ihnen gesprochen, aber da fehlt uns die Zeit. Ich übergebe noch mal an Jan. Wir müssen leider zum Schluss kommen, aber ich möchte trotzdem noch mal zu Ihnen kurz kommen. Herr Schwarz, Sie sind gerne in den Bergen, Sie sind auch gerne mit dem Rennrad unterwegs und Sie kochen gerne. Was gibt es denn für Ihre Familie am liebsten? Also für meine Familie gibt es am liebsten Pasta. Wir haben uns vor 2 Jahren so eine Nudelmaschine gekauft. Ja, die kann Fusilli, Spaghetti, Lasagne machen. Das ist noch handbetrieben, also mit so einer Kurbel müssen Sie da den Teig durchkurbeln. Und ja,
Das macht uns allen Spaß und ist auch lecker. Gibt es danach dann auch Spaghetti-Eis? Nee, das schafft die Maschine leider nicht, aber im Sommer ist mal auch ein Spaghetti-Eis in der Eisdiele eine gute Abwechslung. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie mit Ihrem Rennrad in die Berge gehen und dann ganz oben auf den Gipfel stehen? Also das ist natürlich ein Top-Gefühl. Ja. Ich fahre ja leidenschaftlich gern mit dem Rennrad hier bei uns. Da bin ich eher mal beim Kollegen Rühlke, wenn es im Sommer richtig heiß ist, um 5.30 Uhr beim Sonnenaufgang die Ochsenwanger Steige mit 17% hochfahren. Ja, das macht mir richtig Spaß. Und einmal im Jahr die Königin der Alpenpässe bezwingen, die Stilfser Jochpassstraße in Italien. 2000 Höhenmeter mal 3 bis 4 Stunden den Berg hochfahren, oben ein Cappuccino trinken und dann wieder in die Schweiz und nach Italien zurückfahren. Ja, macht den Kopf frei, inspiriert mich und ist einfach ein tolles Erlebnis. Barbara, wir haben wirklich fitte Kandidaten. Ich würde sagen, Baden-Württemberg wählt. Die Landtagswahl steht kurz bevor. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz jeder noch mal in einem Satz sagen, warum man ihn wählen sollte. Herr Stoch. Weil die nächsten 5 Jahre für Baden-Württemberg sehr entscheidend sind bei wichtigen Fragen. Wie geht es weiter mit unserer Wirtschaft und den Arbeitsplätzen? Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz? Wie geht es weiter mit guter Bildung? Und deswegen ist die SPD die richtige Partei. Herr Gögel, was wäre Ihr Schlusswort? Also die AfD sollte man wählen, wenn man tatsächlich eine Alternative zu der herkömmlichen Politik möchte. Man soll sich die Programmatik anschauen, da sieht man die Unterschiede zu den anderen Parteien. Und wer tatsächlich unzufrieden ist mit der seitherigen Politik, der muss jetzt bei der AfD sein Kreuz machen. Andreas Schwarz, Sie sind Grünen-Fraktionschef und heute in Vertretung für Herrn Kretschmann hier. Warum sollten wir die Grünen wählen? Als junger Familienvater werbe ich für die Grünen, damit die jungen Leute in einer intakten Umwelt aufwachsen können, in einem starken, innovativen Baden-Württemberg, das Wirtschaft und Klimaschutz verbindet und das auch für eine starke Demokratie sorgt und für das weltoffene Baden-Württemberg steht. Kultusministerin Susanne Eisenmann, warum sollten wir die CDU wählen? Weil wir jetzt vor einem sehr intensiven technologischen, ökologischen und digitalen Strukturwandel stehen, den man begleiten muss, den man gestalten muss, wo man Ziele definieren muss, aber auf dem Weg dorthin Spielräume lassen und Anreize schaffen. Und das ist CDU-Politik und deshalb werbe ich dafür, dass die CDU stärkste Partei in Baden-Württemberg wird. Hans-Ulrich Rühlke, Sie haben das Schlusswort. Warum sollten wir die FDP wählen? Die FDP steht für 3 zentrale Zukunftsthemen. Das eine ist der Strukturwandel in der Automobil- und Zulieferindustrie. Da wollen wir Arbeitsplätze erhalten und gleichzeitig das Klima schützen, indem wir den Verbrennungsmotor nicht vernichten, sondern ihn umweltfreundlich machen. Wir wollen die Digitalisierung voranbringen, sowohl in den Schulen als auch im ländlichen Raum. Und wir wollen, dass die Bildung in Baden-Württemberg wieder einen besseren Stellenwert bekommt, sowohl im Bereich der beruflichen Bildung als auch im Bereich einer wieder verbindlichen Grundschulempfehlung, die den Mut hat, jungen Menschen Wegweisungen zu geben. Dankeschön. Das war Baden-Württemberg wählt, die Radiodebatte zur Landtagswahl. Schön, dass Sie alle bei uns waren. Danke. Ja, wir bedanken uns bei den 5 Spitzenkandidaten und schön, dass Sie da waren. Und der Tipp von uns eigentlich an alle, nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Gehen Sie am Sonntag wählen. Genau. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute, gerne.